So, weiter mit neuen Runde of Life. Wir sind Moffi. Und wie ich gestern schon angekündigt habe, kommen jetzt wieder Live-Videos, generell Videos. Oh, da fliegt ein Baum, what the fuck? Also, ich dachte mir, das wurde schon gefixt, irgendwie die letzten, naja, fast 20 Jahre oder so. Naja, auf alle Fälle, wie ich schon angekündigt habe, kann ich jetzt endlich wieder besser, öfter, regelmäßiger, früher Live-Videos uploaden. Insofern ist es jetzt natürlich auch ganz gut. Ich habe ein bisschen mehr Zeit und so. Ich habe einfach, es klingt ein bisschen komisch, wenn ich sage, mehr Zeit, weil ich meine, ich habe trotzdem auch vorher schon genug Zeit gehabt. Allerdings war das halt irgendwie, ich war halt einfach viel unterwegs und so. Deswegen, naja, auf alle Fälle, endlich wieder Fly-Videos früher, nicht erst irgendwie um 0 Uhr oder nach 0 Uhr. Und deswegen denke ich mal, ist das relativ cool, weil ich halt, wie gesagt, ja, relativ gut hier jetzt durchstarten kann und schön regelmäßig uploaden, zu schönen Zeiten uploaden, nicht irgendwann nachts oder gar nicht oder keine Ahnung. Und genau, deswegen muss ich sagen, bin ich relativ happy, dass es das wieder so ist, dass ich wirklich wieder mehr Zeit habe, beziehungsweise ein bisschen, ja, einfach ein bisschen mehr machen kann in der Richtung. Es macht natürlich auch keinen Sinn zu streamen, wenn es irgendwie jetzt schon, weiß nicht, 10, 11 Uhr abends ist. Das macht natürlich keinen Sinn, deswegen, naja. Ich meine, es gibt hier gerade wirklich massig Partys. Also hier die ganze Zeit PSF-Shouts, ADV-Shouts von x verschiedenen Leuten und so weiter. Also, ich dachte mir so, okay, jetzt haben wir hier aktuell 12:40 Uhr, also nicht mehr 13 Uhr, gerade mal so, eigentlich Vormittag, aber gerade mal so Mittag. Ich dachte mir so, scheiße, das war glaube ich eine schlechte Idee, ich kriege hier eh nie die Party und so in der Art dachte ich halt irgendwie und dann gehe ich hier rein und schaue mich so um und denke mir so, da ist eine Party, oh, da ist noch eine Party, oh, da ist noch eine Party, da ist ein PSF, der andere nennt die UPSF, ich weiß nicht. Ach, wahrscheinlich Unlimited PSF. Und so weiter. Und ich denke mir so, oh, okay, gut, interessant. Ja, ich habe jetzt natürlich auch, dadurch, dass ich natürlich jetzt auch mehr Zeit habe, ich habe mir sowas gedacht. Ich denke ab und zu auch mal, ja, das kommt selten vor, aber naja, auf alle Fälle, wie ihr wisst, ich habe mal so eine Minecraft-Skriptwoche gemacht. Das war es, was euch wahrscheinlich nicht so interessiert. Und ich dachte mir, warum machen wir sowas eigentlich mal nicht in Live? Weil ich bin eigentlich fast der Meinung, so eine Offi-Woche wäre irgendwie schon mal ganz cool. Also ich meine, ich ist jetzt kein Ding, was ich dann irgendwie auf Dauer mache und so. Also ich werde jetzt wahrscheinlich nicht den Weg gehen wie Porn oder wie, wie Star. Oh, minus 8% Cast Time. Oder wie Styler, der halt einfach Offi-Only macht. Den Weg werde ich nicht gehen, zumindest erstmal nicht. Also solange es die gute P-Server gibt, werde ich auch weiter P-Server spielen. Wobei ich halt sagen muss, mein Herz schlägt bis auf einen oder eineinhalb P-Server, so in Anführungsstrichen, eigentlich eher für Offi. Also es gibt, wie gesagt, P-Server, die ich cool finde, hinter denen ich wirklich zu 200% stehe. Green neue Party da. Alter Schwede, Mann, what the fuck? Das ist, glaube ich, die fünfte, sechste Party innerhalb von 5, 6 Minuten. Holy moly. Naja, auf alle Fälle, es gibt schon PSA, hinter denen ich wirklich ziemlich stehe und die ich auch wirklich ziemlich respektiere für das, was die machen. Ja, da muss ich ganz klar sagen, hinter denen stehe ich wirklich. Aber wenn es ums Thema Flive geht und wenn es jetzt auch um die große Masse der PSA geht, muss ich sagen, schlägt mein Herz eher für Offi. Das Ding ist einfach, Offi ist nicht immer interessant, Offi ist nicht immer, bietet nicht immer die Möglichkeiten, wirklich interessante Videos zu bieten oder die Möglichkeit zu bieten, interessante Videos zu machen. Deswegen ist natürlich auch nicht immer. Mann, ey, jetzt will ich gerade das Party-Level up machen. Mann! deswegen ist nicht immer einfach, wirklich jetzt nur Offi zu spielen und deswegen muss ich auch sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich hier Offi-Only spielen könnte, weil ich schon wieder aufs Power-Up geschaut habe und jetzt einen Verbindungsabbruch habe. Okay. Na, ich bin einfach nicht sicher, ob ich das durchhalten könnte oder durchhalten würde.
finde ich persönlich jetzt gar nicht mal so einfach. Und deswegen, naja. So, okay. Kannst du weitergehen? Immer blöd, wenn man halt auf die Power-Up schaut und so, dann kriegt man diese Verbindungsabbrüche und AIDS-Krebs und. Ja, nicht so toll. Naja, ist auch nicht so schlimm. Jetzt hat sich irgendwie das ganze Setting verändert. Da ist so komisch orange. Bei meinem anderen Charakter ist es gerade aktuell Nacht. Ich meine, es ist auch schön, aber. Weiß nicht, keine Ahnung. Verkauft jemand ein COH? Ah, ich würde auch mal ein COH haben. Aber andererseits denke ich mir, ich farm eh keine Dungeons. Und ich meine, klar, für Events oder so ist es natürlich super. Ne, warte mal, für Events, da bringt ja gar nichts, oder? Ich glaube, bei Events bringt das Ding ja gar nichts. Na gut, dann bringt mir COH eigentlich. Er hat nur für Dungeons was, aber Dungeons farm ich jetzt momentan eigentlich eh nicht. Wo habe ich denn mein. Da ist das Ding. Noch zumindest nicht. Also ich meine, ich habe ja einen Jester. Oder? Ja, aber ein Jester. Und ich meine, ich habe schon überlegt, wir könnten natürlich dann auch mit Dramnok farmen später. Also halt eben hier mit dem Buildposter den einfach tanken und also einfach Hit and Run machen quasi, nur mit das Buildposter tanken und eben nicht dann der Jester, weil ich habe da so ein bisschen meine Erfahrungen gemacht im Tramlock, die nicht so super waren. Vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere dran. Und deswegen, ja. Mal schauen. Also, wir könnten das Ding auf alle Fälle mal auf Hero durchziehen. Das denke ich mal, ist schon ganz gut machbar. Wir haben immer noch 3x5 Ultras. Nicht Ultras, XCR Amplis. Das heißt, wir könnten wirklich. Also, so einen Tag müssten wir wirklich durchziehen. Gut, ich meine, wir haben jetzt noch 29 Level. Naja, 30 Level vor uns. Das ist jetzt nicht so die Welt. Ich meine, die bringen wie viele? 100% mehr XP. Wir leveln aktuell mit 50. Oh Gott, ich darf nicht drauf schauen. Mit 50% XP. Vielleicht mit. Also, ich denke mal schon. Ich glaube, wir kriegen jetzt wie viele ohne Amplis? 0,03. Das Ganze mal 5. Beziehungsweise. Ja, mal 5, wenn man so 0,5, also 0,15%. Lord Event nochmal dazu, hat man 0,225. Da wären wir ungefähr bei 54 Monstern pro Level Up. Was ist im Prinzip gar nichts. Also ich meine, 450 Kings oder so, das ist ein schnell down. Dann natürlich noch in Verbindung mit einer eigenen Party, mit Link und so weiter. Könnte schon cool sein. Also ich bin der Meinung, das könnte schon funktionieren. Könnte schon Spaß machen auch vor allem. Ich meine, sagen wir mal so, wir killen die Monster doppelt so schnell und wir kriegen 5 mal, 6 mal so viele XP. Also, beziehungsweise eigentlich sogar noch mehr, weil das Leute irgendwie dann erst am Schluss drauf steckt und so. Also grundsätzlich denke ich mal, also gut, wir kriegen halt 0,05, dann haben wir halt eben 0,225, ist das 4,5-fache ungefähr von dem, was wir aktuell kriegen. Plus doppelter Monster-Kill-Geschwindigkeit. Das war ein guter Ausdruck. Und, also ich glaube dann zumindest, dass wir das schon ganz gut vorankämen. Vielleicht sollte man es echt mal machen. Also ich glaube, das könnte schon Spaß machen. Gut, Problem ist halt, ich müsste irgendwie da natürlich sau viel aufnehmen. Ich müsste natürlich da auch streamen, idealerweise. Da ich aber eigentlich nie länger als 2 oder 2,5 Stunden stream, denke ich mal, wird das Ganze schon ein bisschen schwierig werden. Allergien gehen los. Ganz toll. Ich liebe es. Ja, bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, so lange streamen halte ich nicht durch, da gehe ich RIP. Und meine Stimme geht dann vor allem schon RIP nach einer halben Stunde. Das ist dann nicht so geil. Deswegen müssten wir halt schauen, wie das Ganze wirklich dann sinnvoll funktionieren würde. Oder wie das Ganze sinnvoll umsetzen würde, könnte. Wie auch immer. Schwierig. Dieses Leben ist echt eine Nase, Mann. So nervig.
Nein, keine Sorge, ich habe mich nicht aus Versehen gemutet und habe es vergessen. Ich versuche gerade nur irgendwie nicht das ganze Geschniefer hier ins Video reinzubringen, weil es einfach super nervig ist. So, Cash. Gib mir Cash. Wie, 3000 Penia? Wollt ihr mich trollen oder was? Seit wann kriegen wir nur 3000 Penia? Sonst kriegen wir noch wenigstens 100k oder so oder 150k. Wow, Mann. Holy moly, das geht ja ab. Naja, okay. Ich habe auch schon über andere Projekte drüber nachgedacht, irgendwie so ein paar Offi-Projekte, aber ach, ich weiß es nicht so recht. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen irgendwie. Ich will generell schon auch ein bisschen mehr am Offi machen. Ich weiß, Offi hat einfach auch eine große Anhängerschaft und ich werde oft drauf angeschrieben, mach doch mal wieder mehr Offi und so. Und auch gestern habe mich jemand angeschrieben im Discord, mit dem ich früher, ich glaube, Shades Revenge oder so gespielt habe. Helle Boots. Ob ich noch Offi noch spiele und so und wie oft, dass ich Offi spiele. Und habe ich gesagt, so, ja, ich spiele das eigentlich nicht mehr so oft Offi und eigentlich nur mal so sehr sporadisch und ab und zu mal. Aber ist natürlich ein bisschen schade eigentlich. Und wie gesagt, ich meine, damals habe ich einfach so lang und so oft und so. Ich habe Offi so gesuchtet irgendwie und jetzt spiele ich irgendwie kaum noch Offi. Das ist eigentlich so schade und ich finde es einfach auch nicht gut irgendwie. Ich meine, ich will wieder mehr Offi spielen. Ich meine, klar, Offi spielen ist nicht immer einfach. Offi spielen ist oft ganz und gar nicht einfach. Also oft ist es einfach wirklich so, dass man sehr viel Ausdauer braucht und auch ein bisschen improvisieren muss und es funktioniert nicht immer gut. Und wie gesagt, es ist eben oft frustrierend. Das ist. Mann, ey. Es ist oft frustrierend, aber gehört halt auch gewissermaßen einfach dazu. Und deswegen in dem Sinne muss ich sagen, ja, man muss einfach mal schauen, wie man das Ganze vielleicht irgendwie so unter einen Hut bringt. Ich bin mir nicht sicher, was der meiste Sinn das aktuell macht oder machen würde und was weiß ich. Also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen einfach, sagen wir so. Und ich habe generell noch so eine Reihe an Guides geplant, nicht fürs Offi, da würde ich 3 Jahre brauchen, mindestens, sondern für P-Server. Das ist definitiv noch so ein Projekt, was ich eventuell vorhab. Eventuell. Und vielleicht kann man sowas Ähnliches vielleicht mal fürs Offi machen und ich habe generell noch eigentlich viel geplant und klar, mir scheitert es irgendwie immer so ein bisschen an der Umsetzung, beziehungsweise eigentlich am finalen Ding dann. Es scheitert gar nicht mal so an den Ideen. Meistens halt dann, wenn ich mir denke, okay, fange ich mal an, das und das zu sammeln oder das und das vorzubereiten. Oder oft sind die Sachen auch schon wirklich fertig. Also ich meine, ich habe auf meiner Videoplatte halt momentan. Sekunde. Also sind wirklich nur Videos drauf. Ich habe momentan 454 GB drauf. Belegt mit Videos, nur Videos und Bilder. Also wirklich eine ganze Menge eigentlich an Stuff und das sind alles so Sachen, die schon aufgenommen sind, logisch, deswegen sind es Videos, allerdings noch nicht bearbeitet sind, noch geschnitten gehören und ich habe so oft so viel Zeug rumliegen und eigentlich schon genug Content für die nächsten. Mindestens fürs nächste Monat eigentlich und gar nicht mal so schlechten Content, aber irgendwie ist es dann halt doch wieder kritisch und keine Ahnung. Hatte ich diese Zeit nehmen zu sagen, okay, ich schneide das Ganze jetzt, okay, ich mache jetzt das und das. Ja, es klappt nicht immer so gut. Es klappt manchmal, ja, aber sich nochmal hinhocken und sagen, okay. Ich durchforste hier mal diesen ganzen Ordner da, wo das ganze Stuff drin liegt. Das habe ich natürlich mehrere Unterordner gemacht, aber die sind natürlich trotzdem jetzt nicht gerade sehr feinsäuberlich geordnet. Naja, also auf alle Fälle, ich muss einfach Motivation dazu finden. Das ist immer so das Erste und eigentlich so das Einzige.
Motivation ist eigentlich immer so dieses Hauptproblem. Ich meine, klar, wenn ich mal anfange, denke ich mir auch so, boah, warum hast du nicht schon öfter oder nicht schon früher gemacht? Ist doch eigentlich ganz cool, macht doch eigentlich Spaß, ist doch eigentlich interessant oder wichtig oder was auch immer. Und irgendwie, klar, ist es mir schon bewusst, aber diese Schwelle, dass man sagt, okay, komm, ich fange jetzt an, die ist einfach ab und zu bei mir ein bisschen sehr hoch. Und naja, das stapelt sich einfach Gigabyte über Gigabyte, vielleicht Terabyte über Terabyte. Und ich denke mir nur so, hättest du direkt angefangen, hättest du jetzt keinen Mega-Ordner oder keine ganze Festplatte mit Videos, die eigentlich mega cool wären, wenn du die schneiden würdest. Du aber keinen Bock hast, die zu schneiden. Obwohl du eigentlich Cutter sogar vom Beruf werden wolltest. Nein, meine Logik muss man nicht verstehen. Ich verstehe mich selbst nicht, also. Motivation, also mein Problem. So viel Motivationsmusik kann ich mir gar nicht anhören, dass ich jetzt irgendwie hier Bock kriege, den ganzen Stuff zu machen. Ich meine, wie gesagt, das ist halt eigentlich schon mein Ding. Irgendwie, ich mache das Ganze gern. Aber einfach zu sagen, yo, ich fange jetzt an oder so, das ist einfach eine relativ große Schwelle davor. STA plus RA 11. Angriffskraft plus 15. Naja. Ich weiß nicht. Also ich muss es sagen, ich verkaufe im Auktionshaus wirklich viel Stuff. Ich war also letztens bei irgendwie 100 Millionen oder unter 100 Millionen, jetzt habe ich schon wieder 445 Millionen. Einfach nur, weil ich die letzten Event-Items verkauft habe und ein paar Set-Teile und ein paar Erweckte-Sachen und so weiter. Deswegen, ja. Mal schauen, was die Zukunft so bringt. Ich hoffe, was Positives. Vielleicht hätte ich mir noch am Anfang des Jahres hier vornehmen sollen, yo, 2019 machst du die und die und die und die Videos und das und das und das machst du regelmäßig. War ich ein bisschen immer so dagegen. Vielleicht ist es auch jetzt ein Grund, naja, egal, wie dem auch sei. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten FlyFLP.